Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch und freue mich, dass ihr einschaltet zu einer neuen OMSI 2-Folge hier im neuen Jahr 2021. Schön, dass du da bist, hoffentlich natürlich gesund und munter. Seid ihr natürlich in das neue Jahr reingerutscht, wollen wir natürlich alles besser machen, was in 2020 schiefgegangen ist. Ja, kann man ja nicht wirklich viel schlechter machen, als wie das Jahr 2020 hier gestartet und geendet hat. Deswegen wollen wir natürlich hier auch weiterhin mit unserem Kanal natürlich weiter voranschreiten. Wir starten gleich mit dem ersten DLC, der natürlich im Dezember erschienen ist, welchen wir leider nur so ein bisschen wenig auf dem Schirm hatten, da ihr wisst, der Dezember schon mega, mega brechend voll war, wie natürlich unsere Weihnachtsfolgen, Winterfolgen und so weiter hatten, geht es jetzt natürlich hier dementsprechend auch mal wieder ein bisschen weiter, dass wir uns jetzt mal die DLCs genauer anschauen, so wie wir es eigentlich sonst ja sowieso mal tun. Wir haben jetzt wieder ein ganzes Jahr dazu Zeit und dementsprechend herzlich willkommen hier im Harlequins DLC Sandseven und mit dem wundervollen Harlequin DLC Hoylies Boost Pack. Und dementsprechend sind wir heute auf der Linie 25 unterwegs. Das Ganze geht von Conlieu nach Fontaine. Ja, ihr wisst, Französisch ist jetzt nicht so meins, aber das soll mir jetzt auch wurscht sein. Dann sollen sie sich anständige Namen aussuchen. Ja, genau so sieht es doch aus. Und dementsprechend, ja, wollen wir uns mal das Ganze hier mal angucken, ob sich was getan hat in der Zeit vom Release zum jetzigen Zeitpunkt. Und was soll ich sagen? Ja, es gab ein DLC für den Bus, aber frag mich nicht, was geupdatet wurde. Dementsprechend, ja, wollen wir erstmal wieder anfangen hier, so weit, so gut mit unserer Qualität. Hier ist er. Wir sind hier in dem Hoylies Boost Pack DLC drinne und so sieht das Ganze natürlich aus. Wir haben uns das Ganze natürlich ja im Livestream bereits hier angeschaut. Falls ihr diesen verpasst haben solltet, dann schaut mal im Dezember nochmal rein bei den Livestreams. Da könnt ihr das Ganze nochmal direkt euch angucken. Da hatten wir ja die Karte mal im Livestream und den Bus natürlich. Und haben natürlich beides bemängelt, ja, weil das halt nicht so lief, wie es laufen sollte. Ja, das ist halt, wie gesagt, heute mal mit einem E-Bus unterwegs. Aber ihr seht schon, wir konnten jetzt hier oben schildern. Funktioniert aber immer noch nicht über diesen ganzen wunderschönen System von Lotus. Das Ganze funktioniert natürlich nur über das Hartz-IV-Menü. Großartige Sache, Harlequin. Man hätte wahrscheinlich hier den einen oder anderen vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit einräumen müssen, damit man den Bus vielleicht weiterentwickeln kann, weiter bauen kann oder sowas. Jetzt hat man hier ja einen IA-Bus rausgebracht für einen Vollpreistitel. Das kennen wir aus anderen Simulatoren schon bereits. Aber wir wollen ja jetzt hier nicht gleich wieder losstecken im neuen Jahr. Schauen uns, wie gesagt, die Linie 25 heute mal an. Die geht so um die 25 Minuten, 30 Minuten. Also von daher, ja, steigen wir mal ein hier in unserem top aktuellen Bus. Das Wundervolle an diesem ganzen Bus ist, es gab ja wie gesagt ein Update und das freut mich natürlich, dass es ein Update gab. Schön zu sehen hier an der Sache, wenn wir jetzt hier nämlich raufdrücken, dann steht jetzt hier, sind die Sachen jetzt drin, ja, die hier drin stehen. Das war ja im Release-Version, war das ja nicht drin gewesen, was natürlich wundervoll ist. Aber warum, ja, gehen wir mal jetzt hier rüber. Warum geht die Heizung nicht bei diesem Bus? Ich verstehe das nicht. Wir können hier keine Heizung einstellen, das ist, wir können das, wir können das hoch machen. Oh, das ist natürlich ein bisschen nice, aber wie gesagt, ändert natürlich nichts an der ganzen Qualität, dass das Ganze halt echt nicht fertig ist hier. Ja? Das ärgert mich so ein bisschen. Und wie gesagt, wenn es natürlich schon ein DLC gibt, ja, warum fixt man denn sowas nicht? Genauso wie hier, wir haben einen Gang drin, ja, das läuft hier überhaupt nicht. Ich verstehe das nicht. So, seht ihr, wir können jetzt hier fahren, ganz normal. Und können jetzt hier unsere Fahrgäste abholen. Ihr hört natürlich nichts, weil, wie gesagt, ist ja nun mal ein E-Bus. Und dementsprechend, ja. Sollen wir mal kurz warten. Grün, wir dürfen. So, natürlich wieder mal wieder mit unserer Track-IR-Cam. Müssen wir auch mal wieder ein bisschen öfter nutzen. Ja, Performance hat man natürlich hier angekreidet gehabt hier in dem DLC und die hat sich natürlich nicht verbessert in dem Addon. Sehr, sehr schade. Wie gesagt, der Bus hat auch noch Fehler, hat Soundfehler drin. Wenn du zum Beispiel, was kostet denn die Tageskarte? 4,50? Haben wir die hier drin? Die haben wir gar nicht drin. Okay, alles klar. Dann hier nimm. Manfred, nimm. Und hat den Sabbel. Genau. Wo war ich jetzt schon geblieben? Nee, das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte hier. Oh, come on. Was ist denn da unten drunter? Achso. Das ist bloß das Schließfach.
Wie gesagt, also von der Performance, wie gesagt, der Bus halt auch noch nicht so 100% fertig. Das sind alles so Sachen, ihr seht sich auch an der Performance, also 60 FPS haben wir hier bei weitem nicht. Ja, das ist halt nicht drin. Wir haben kurze Stücken, wo wir mal die 60 FPS mal so erreichen oder zumindest mal ankratzen. Aber wenn wir dann am Ende denn der Fahrt jetzt hier ankommen, dann hast du richtig so das Gefühl, dass es dann schon unter 20 FPS fällt. Und das ist für eine Payback-Karte überhaupt nicht toll. Ja, also da muss man auf jeden Fall noch mal der Entwickler ran und muss das Ganze patchen. Wie gesagt, für Leute, die natürlich dieses Setting mögen. Frankreich und so, ja, Urlaubsziel und oder Leute, die da halt wohnen, ne, ist das natürlich relativ cool. Aber wir reden ja auch noch von einer fiktiven Karte dazu. Das ist halt noch nicht mal eine reale Karte. Sprich, man merkt sich hier natürlich aus, man kann hier natürlich bauen, wie man möchte. Man orientiert sich an bestimmten Punkten halt, um das Ganze dann halt vollständig zu machen. Aber im Großen und Ganzen, ich weiß nicht, es kommt nicht rüber, es fruchtet nicht. Es könnte auch eine gute Freeware-Karte sein. Okay? Also so Payware-Niveau, muss ich ganz ehrlich sagen, sieht bei mir halt dann doch irgendwo anders aus. So, wir spulen mal vor hier 3 Minuten. Dann haben wir jetzt hier nochmal Fahrgäste und können jetzt irgendwie mal losfahren. Wir wollen natürlich auch nicht zu lange hier stehen. Also ich bin heute den ganzen Tag unterwegs und deswegen brauche ich ein Ticket, Sowas das zum ich Beispiel. ganz Warum Frankreich sprechen die hier Deutsch? auskloten. Eine Hm? Ich Tagesfahrt heißt das dann? meine, es gibt Fahrgäste, die sprechen hier Französisch, ja? Aber im Großen und Ganzen wird hier Deutsch gesprochen. Ja, und es ist kalter Bus. Ja, was soll ich machen? Ich krieg den Bus halt nicht wärmer. Und das sind so Sachen, so, das nervt mich denn halt, ja? So, hier ist eigentlich 30. Aber wollen ja nicht gleich wieder mit Verspätung hier starten, deswegen können wir ruhig mal ein bisschen schneller hier fahren. Wie gesagt, also so an sich ist sie ja wirklich hübsch gebaut und so, ja, aber. Die haben hier Stopp eigentlich, ich habe hier Vorfahrt. Aber das interessiert hier keinen. In Frankreich fährt man einfach. Und hier sehen wir halt schon, ne? Also die Performance, wie sie halt in den Keller geht, ja. Und das ist halt absolut nicht in Ordnung. Meine Einstellungen sind eigentlich schon mittlerweile so, dass sie halt auf fast jeder Karte soweit funktionieren, ja, dass wir halt, wenn es geht, immer so ein relativ ruckelfreies Bild haben. Ja, ab und zu hast du halt meinen Hänger hier sowas zum Beispiel auch. Warum baue ich sowas, ja, wenn die KI nicht mal sich irgendwie daran hält? Das kannst du vielleicht später mal mit Lotus machen oder sowas, aber das funktioniert auch in OMSI nicht mehr. Nein, sowas muss drin sein, weil da sowas wichtig ist. Damit man ja den Fahrer, den Busfahrer ärgern kann. Ja, genau dafür ist sowas da. So, schön ausholen hier. Will ich auch noch an den Van vorbeikommen. So, jetzt haben wir auch noch den Bordstein hier mit. Also diese Ecke hier, die ist absolut furchtbar. Wenn dir hier eine Karre entgegenkommt, du hast verloren. Du hast sowas von verloren. Ligne 25, Destination Danke. Vers Fontaine. Un ticket, s'il vous plaît. Normalerweise wisst ihr ja, in anderen Let's Play-Videos, ne, kassiere ich sonst selbst ab, aber hier ganz ehrlich, dadurch, dass es ja nicht mal die Tickets gibt hier richtig, kannst du hier nochmal nicht selber abkassieren. Prochain arrêt, 5 août 1944. Ey, meine Lieblings sind halt die Ansagen und so, ne, dass die halt original französisch sind. Das ist schon ein ziemlich großer Pluspunkt, finde ich persönlich. Was ist mit dir? Ja, genau.
Mutti läuft über die Straße. Linie 25. Destination Verfontaine. Prochain arrêt, le Roc Saint-André. Zum Beispiel die ganzen Splines hier, siehst du jetzt auch dann im Schnee dann halt, ja, wie die gelegt sind, dass die komplett falsch sind. So, die überlappen sich schon teilweise. Linie 25. Destination Verfontaine. Wie gesagt, kann man wirklich nur hoffen, dass in diesem Jahr die Karte vielleicht noch ein sehr, sehr großes Update bekommt, um die Karte dann wirklich final denn zu machen. Aber wie gesagt, in dem Stand, wie sie jetzt ist, ist sie bei weitem noch lange nicht im Final Release. Prochain arrêt, les Forges. So. 25. Destination einsteigen. Verfontaine. Wie gesagt, auch vom Sound her, ne? Also du hast manchmal so das Gefühl, wenn du hier so ein richtig durchtrittst, ne, dann wird der Sound zum Beispiel abgespielt. Und dann musst du halt kurz danach wieder auf die Bremse gehen. Oder vielleicht gerade ein Fußgänger rüberläuft oder sowas halt nochmal. Dann musstest du nochmal abrupt abbremsen oder sowas. Dann läuft der Ton vom Bus trotzdem weiter, ja? Linie 25. Destination Verfontaine. Naja, das sind, wie gesagt, die Kinderkrankheiten. Ich glaube, ich habe schon lange kein DLC mehr gesehen, irgendwie von OMSI, welches nicht gleich fehlerbehaftet war. Hier dreht zum Beispiel, ich tritt voll durch, ja. Prochain arrêt, ancienne gare. Zum Verhängnis hier. Das ist so durchspiegelt, dass ich hier nichts sehe. Ach, die Stelle wieder. Ja, die ist genauso hier. Prochain arrêt, le hameau. So unlogisch hier diese Stelle. So, wir haben Verfrühung. Na, das ist doch mal was. Destination Verfontaine. So.
Sagt er, ne? Man kann sich das Leben ein bisschen einfacher machen. Aussteigende Fahrgäste hier heute. Destination Verfontaine. Ein Ticket sollst du bekommen. Oh, dann fahr jetzt. Magst du, dass ich hier mal gegen diese Blumenkübel hier fahre? Prochain arrêt, Rue Nationale. Ligne 25. Il fait destination Verfontaine. Entschuldigung, da fehlt doch noch was. Puis-je avoir un ticket, s'il vous plaît? Beklagt sich, weil er zu wenig Geld gekriegt hat. Alles klar. Naja, also wie gesagt, dem DLC, den schauen wir uns vielleicht noch irgendwann noch mal später an. Aber wie gesagt, für mich sind beide DLCs halt jetzt wirklich nicht die große Errungenschaft. Route du Rock. So. Ligne 25. Bonjour. Destination. Bonjour. Ja, am Freitag steht ja auch schon wieder die nächste Leitsteinfahrt an. Wisst ihr ja hoffentlich Bescheid, habt ihr euch schon wieder Zeit genommen. Ab 19:30 geht's dann los. Wir müssen ganz ehrlich gestehen, wir wissen immer noch nicht, welche Karte. Wir hatten uns ja eigentlich für Rheinhausen so ein bisschen entschieden. Müssen wir mal gucken, ob es jetzt auch wirklich bei Rheinhausen bleibt. Oder ob wir uns spontan jetzt doch nochmal für eine andere Karte entscheiden. Prochain arrêt, Landau du Miac. Ich habe jetzt auch mal versucht, meinen Omsi mal so ein bisschen aufzuräumen, mich mal von ein paar Karten jetzt endlich mal zu trennen. Das ist gar nicht so einfach. Das Problem ist, dass ich mir echt jetzt eine Festplatte besorgen muss, wo ich jetzt eigentlich mal meinen Omsi wirklich mal komplett vielleicht nochmal Backup mache. 500 GB Backup einfach mal. Und dann meinen Omsi einfach mal nochmal komplett neu aufsetze, weil das ist echt mittlerweile echt zugemüllt, ja. Problem ist, ich habe hier Sachen drin, die kriegst du wahrscheinlich gar nicht mehr zum Download. Das würde mich halt voll nerven, wenn ich das hatte und das jetzt da alles in dementsprechend Löcher. Boah, schön, jetzt wird es gerade rot wieder mal vor der Nase. Ja, wie gesagt, würde mich das voll nerven, wenn das auf einmal dann alles weg ist, dieser Content, den du jetzt hier nicht mehr kriegst. Also muss ich das Ganze und noch steht das dieses Jahr auf jeden Fall noch für mich an. Einfach mal meine Omsi-Festplatte tot machen.
Vielleicht kriege ich bei der dann doch nochmal mehr Performance raus, aus der, um sie allgemein, wenn der halt schon 500 GB groß ist, dann ist das schon was, ja. Schon alleine der Wiegel, so, dann ist über 200 GB groß, keine Ahnung. Davon fahre ich maximal so immer nur gefühlt 10 Busse oder sowas, ja. Aber jeder baut sich ja seinen Mercedes immer so auf, ja, baut sich den so um, dass er den halt immer wieder mitliefert, ja. Also normalerweise ist es ein C2, den es gibt, ja. Den gibt es aber in gefühlt 20 verschiedenen Ausführungen. Und jeder, wie gesagt, hat diesen Bus denn, ja. Großartig. Mal hier, guck mal hier. Ah, oh, schöne Hänger gehabt. Großartig. Für ein paar Bäume, die er geladen hat. So muss das. Das sieht auch gut aus hier. Fährt die KI einfach nicht weiter, fährt in sich rein. Prochain arrêt, B plus sehr renoué. Ja. Ligne 25. Destination Verfontaine. Eine Tageskarte bitte. Können wir nur hoffen, dass die Karte Moulin da, Dings da, hier diese Expresskarte, Payware-Expresskarte, tausendmal besser wird. Was willst du? Oh. Stößt einfach nur so, okay. Steht da einfach nur so. Ja, aber wie gesagt, im Großen und Ganzen. Ich glaube, ich muss nichts mehr dazu sagen. Ich meine, ihr seht es ja selber jetzt. Ja, also. Ein Favorit ist das hier definitiv nicht. Damit muss ich sagen, das hier mit die schwächsten DLCs, die es jetzt aktuell für OMSI gibt. Meine, ich habe ein paar DLCs, ja, wo ich wirklich sagen muss, die gefallen mir halt überhaupt nicht. Aber hier reihen sich seit Dezember jetzt so viele DLCs jetzt hier ein in die DLCs, die gefallen mir überhaupt nicht. Das sind ja meistens dann auch immer so DLCs, die dann bei mir instant einfach von der Platte fliegen. Und wenn ich dann mal Bock habe, werden sie mal installiert. Weil es sich einfach nicht lohnt, weder wegen dem Bus noch wegen der Karte oder sonst irgendwas. Weil sonst, weißt du, wenn er jetzt zum Beispiel, wenn der Bus zumindest gut wäre oder sowas, ja, dann würde ich den DLC meistens schon immer drauf lassen, weil der Bus halt vielleicht gut ist. Und ich den vielleicht öfter mal fahren würde, aber es ist halt nichts. Dieser Heulitz Buspack hier, das ist halt genauso eine Krankheit. Also da ist der Iris Bus DLC, ja, den es ja auch gab, um einiges besser. Prochain arrêt, Simone Veil. Ja, was ist mit der Performance hier los? Was ist mit der Performance hier los? Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt meine Einstellung wirklich jetzt kontrolliert. Denn der Linie 25. Destination. Knolli, ja, der bei uns öfter im Stream dabei ist, ja, der hatte gemeint, irgendwas stimmt bei deinem OMSI nicht. Ja. Du hast halt überhaupt keine KI-Busse, die hier fahren. Und da habe ich das Ganze jetzt mal so ein bisschen eingestellt, ja, weil tatsächlich wirklich eine Einstellung fehlerhaft ist. Jetzt fahre ich auf X10 rum, ja, und du hast ein KI-Bus, fährt dann nach dem anderen. Ja. Mir ist bis jetzt hier noch nicht ein einzelner Bus entgegengekommen. Tatsächlich stehen die denn halt irgendwo an irgendwelchen Haltestellen oder sowas, aber mir kommt hier kein KI-Bus entgegen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Und ich habe das wirklich getestet, ja, also wie gesagt, auf X10, ja. Da ist jetzt, wenn ich jetzt an der Waldschenke bin, da ist jetzt wirklich die Hölle los, ja, die Fahrzeuge, die da fahren. Genauso. Bitte, was ist das hier? Wer baut sowas hier? Genau, also wie gesagt,
KI-Busse. Und ich habe das jetzt auch auf anderen Karten natürlich getestet, Hamburg und alles was. Da kommen jetzt ja überall KI-Busse, jetzt mehr KI-Busse entgegen, als wie es halt vorher der Fall war. Aber hier ist mir bis jetzt noch nicht ein Bus entgegengekommen. Naja, wie gesagt, also mein Fazit ist, ich finde beide DLCs halt einfach nur furchtbar. Ist natürlich die tollste Folge, wie man ins neue Jahr starten kann, 2021. Oh, guck dir das an, es wird hier nichts geladen, ja, es ist der Wahnsinn. Es sind einfach nur furchtbare DLCs, wie gesagt, 2021 fängt schon mal gut an. Aber was Harleycon hier abgeliefert hat, ist einfach nur sehr, sehr traurig. Man kann nur hoffen, dass Harleycon entweder jetzt mal als anständige Arbeit hier abliefert oder eventuell sich vielleicht das nochmal überdenken sollten. Aber das hier kann man hier kann man nicht von Qualität sprechen. Definitiv nicht. So, habe ich gefragt, was sagt ihr da zu dem DLC? Die Spaß damit oder sagt ihr so, um Gottes Willen, nein, bloß nicht? Dann nutzt da gerne mal die Kommentarfunktion, schreibt es mal unten mit rein. Mich würde es mal brennend interessieren, ob sich irgendwer diesen DLC gekauft hat und vielleicht damit auch noch Spaß hat. Ja, dann wie gesagt, schreibt es mal unten mit rein. Ich würde das halt mega interessieren. Vielleicht liege ich ja wirklich falsch und vielleicht ist es wirklich meine Einstellung oder vielleicht ist es ja doch das Nonplusultra-DLC. Ich weiß es nicht, ich kann es halt nicht sagen, aber das, was ich bis jetzt hier, wie gesagt, gesehen habe, das reicht mir und ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss nicht noch mehr sehen, um hier noch irgendwas zu sehen. Wie gesagt, da fahre ich lieber auf Mallorca oder sonst irgendwas, da habe ich definitiv mehr Spaß und die Performance ist tausendmal besser als das Ganze hier. Kann man jetzt, wie gesagt, jetzt nur hoffen in der Zukunft, dass vielleicht im Laufe des Jahres vielleicht so das ein oder andere Update vielleicht der Karte und dem Bus eventuell helfen, hier wieder auf Vordermann zu kommen. Aber in dem aktuellen Stand hier vom den 1.1.2021 wünsche ich mir natürlich, oder kann ich nur sagen, lasst die Finger davon. Okay, wir sehen uns aber zum nächsten Part wieder, wenn es weitergeht mit einer weiteren Folge um Sie. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Und sonst natürlich, falls euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da. Oder, wie gesagt, nutzt gerne die Kommentarfunktion, schreibt es am besten unten mit rein. Ich verabschiede mich, bedanke mich, dass du dabei warst, hier im neuen Jahr mit unserem ersten Video. Und kann nur sagen, wie gesagt, haltet euch den Freitag frei, denn da ist die nächste Leitstellenfahrt, Leute. Mhm. Und sonst freue ich mich natürlich, wenn ihr beim nächsten Mal einfach wieder dabei seid. Und verabschiede mich jetzt, bedanke mich, sage tschüss, bis denn.